Was haben wir jetzt für euch vorbereitet? Wir haben eine Bodystyling XXL für euch vorbereitet. Bei der ist jetzt wichtig, erstmal ist der Fokus wirklich auch ein Kraftexercise. Das heißt, vielleicht wählt ihr auch die schwerste Variante, geht gar nicht so in die Schnelligkeit der Übungen rein. Wir haben nur gemeinsam ein Zweisatztraining und ich nehme die klassische Belastung, nämlich 45-15. Es gibt immer ein Cardio-Exercises und zwei Kraft-Exercises, die dazu gehören. Deswegen schaut immer zwischendrin, wenn ich die Übung erkläre, wenn ihr vielleicht auch eine Trinkpause macht, kurz in die Kamera, dann erkläre ich die nächsten Exercises. Sie sind klassisch, trotzdem wieder herausfordernd. Für meine Fortgeschrittenen zu Hause, also für die Freakies, wäre zum Beispiel auch möglich, ihr hättet entweder eine Langhantel, eine Scheibe dabei oder eine Kurzhantel oder vielleicht noch eine Kettlebell. Nicole nimmt vielleicht mal die Kettlebell dazu. Oder wenn ihr nachtouren, sagt ihr, Mensch, eine Wasserflasche tut es auch. Also es ist immer möglich, ich mache alle Workouts nur mit Bodyweight Training, reicht für mich komplett aus und ihr könnt alternativ zu Hause auch noch ein bisschen ergänzend schwer machen. Für die, die schon die erste Stunde Hit Fever 60 mit mir gemacht haben, alles gut, jetzt wird es ein bisschen ruhiger, Betonung ist, ein bisschen ruhiger. Wir zappeln uns warm und dann geht's los. 1, 2, 3. Wir haben gemeinsam gleiche Füße. Schön sie mal kurz ein bisschen aufstellen, auch ein bisschen hin. Locker lassen und Schulter nach hinten. Bewusst nach hinten und vorne. Ah, ihr seht, ich habe den Dresscode gewechselt, zumindest mal oben rum. Es wird ruhiger. Und wir gehen wieder Tritt und rausen. Tiefes Ein- und Ausatmen. Mikro braucht ihr lauter, dann machen wir das mal ein bisschen. Macht den Rücken mal rund und lang bewusst. Laufen an die verschiedenen Ohren. So das sind genau die Kommentare, die wir brauchen. Musik okay, Mikro okay oder lauter oder langsam. Und dann kann ich nachjustieren. Schnauze mal bewusst mit mir und vielleicht möchtest du heute meine Arme ein bisschen länger um deinen Körper schwingen lassen. 4, 3, schieb meine rechten und linken Arme nach oben. Mach dich hier ganz groß. Ja, manchmal schiebt man so ein bisschen nach vorn. Ich hätte ganz gerne diese aufgerichtete Brustwirbelsäule, dass du dich weit nach oben schiebst. Weit nach oben. Zieh mal die Ferse zum Griff. Und nimm jetzt mal deine Arme an die Hüfte. Tiefes Ein- und Ausatmen. Zug. Jawohl. So, du weißt, was kommt. Dein Hip touches, beziehungsweise deine Liebe, toppert. Gleichzeitig kannst du natürlich auch gern an die Hüfte touchen dabei. Du rotierst deine Körperachse. 4, 3. Bremse mal mit dir. Atme ganz tief nach unten ein. Mach den Rücken hoch, öffne die Arme und geh langsam tief. Einatmen nach oben, ausatmen, einatmen und tief. Zweimal mehr. Einatmen, ausatmen, einatmen und aus. Letztes Mal. Tiefes Einatmen, tiefes Ausatmen. Öffnen und langsam abziehen. Beine ausschütteln. Erste Übung, schaut entweder Kniebeugen normal oder, was ich ganz gern hätte, wäre der Long Reverse in Kombination mit einem Jump. Strecke dein linkes Bein nach oben und komm in einen Spiderman Push-Up zu mir vor. Ja? Alternativ Knie. Drittes Exercise. Sit down. Beine oben oder unten und du rasch den Twist von einer Seite zur anderen Seite. Denk dran, 45 Sekunden, 15 Pausen. Ja? Lass die Füße locker bewegen.
verrücktes Standing Up macht, wäre also tief, die Beute parallel, tief und hoch. Und dann und dann. Ich freue mich auf die Spiral. Ich bin jetzt mit euch seitlich und nehme mein rechtes Bein nach oben und wieder den rechten Bein in den Spiral. Fängt an. Zwei Runden. Vorbereitet. Vier. Nein. Rechtes Bein nach oben. Los geht's. Einatmen und ausatmen. Alternativ ein Knie, das mache ich jetzt auch mal, auf den Boden bringen und dann wieder nach oben hochstrecken. Tief und hoch. Alternativ gleichmäßig. Und du kannst dahin, wo das Knie zieht, zu der Seite, da kannst du auch hinschauen. Ja, sodass du wirklich die Auslastung hast. Du bist mindestens jetzt schon bei 35 Sekunden drin. Und jetzt nähern wir uns dem Ziel an. Achtung, Bremse. Du kannst gleich unten sitzen bleiben. Und nach jeder Bitte der zweiten Runde ist es eine Überraschung. Bei erster Drehzahl. Achtung. Ja, es kann auch etwas ruhiger sein. In der Bodystyling geht es jetzt nicht darum, dass du wahnsinnig schnell machst, sondern die Ausführung in deine Perfektion ist. Dieses Atmen, rotieren, schnaufen, bitte. 15 Sekunden. Thank you.
erste Schulter kommt keine Burpees mehr, gell? So. Und dann habe ich dazu geschrieben, ihr seht es nicht, aber ihr vertraut mit, Burpees Variation, feel free. Das heißt, jeder darf eine Burpee-Variation machen, die er kennt, sie kennt. Und nur 30 Sekunden einmal, wenn wir zwei Durchgänge durch haben, gell? Der hat ein bisschen noch Gewicht und bereitet sich jetzt vor und gibt Gas. Okay. Okay. Einmal 30 Sekunden. Das heißt, ich habe das Cardio-Exercise hier bei der Bodystyling ans Ende gebracht. Zack, aber auch nur eine Runde. 30 Sekunden. Und jetzt, ich habe mir gerade hingeschrieben, Muskelkater. Was meinst du, was ich für Strukturschäden am ganzen Körper? Mein Körper ist ein Schaden. 10 Sekunden, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Grenze gelegt. Trinkpause. Nach der Brust auch ein bisschen länger Zeit. Ich falte schon mal meine Matte. Matte falte bei Susi. Bei Susi, vor allem bei Su heißt, einen kleinen Sprung, einen sogenannten Taktjump. Elefantenstampfer down and up. Danach die Schuhdrücke einbeinig.
29 Sekunden. Und in dieser kurzen Zeit geben wir euch ein Stück Realität zurück. Ja, tief atmen. Zweite Runde, Taktschaft, Elefantenstampfer. Das heißt, jetzt ist die Herausforderung für deine letzten 10 Sekunden ab jetzt. 10. Sehr gut. Und tief und hoch, immer wieder die Beschleunigung nach oben. Die letzten 4, und ich warte schon mal unten mit euch. Ich lege mich einfach schon mal in die Schuhe. Wir treffen uns unten jetzt. Gut. Kommen wir wieder nach unten. Durchgehen, Füße auslaufen, vorbereiten, ready.
aufsteht. Leichte Drehung. Tiefes Atmen. Auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Linker Fuß nach oben. Linker Spider-Man Push-Up. Schwerer Push-Up, einbeinig. Oder Alternative. Füßchen hoch in der Luft. Auf geht's, Community. Schieb dich hoch und geh tief. Oder fühl das Knie tief und nach vorn ziehen. Ja? Wichtig ist, dass du genau deine Richtung bist. Das waren 15 Sekunden. Bei so einer schweren Push-Up-Variante, da geht es wirklich auch nicht um Schnelligkeit, weil dann wird es meistens ein bisschen wuschelig. Ja? Wuschelig ist nicht gut. Sauberes Training, letzten 10 Sekunden. Und die Fallschritte fordern sich raus. Antje, ich ziehe meinen Hut, wenn du zwei Einheiten von mir hintereinander machst. Chapeau, das ist anspruchsvoll. 4, 3, 2, Bremse. So, hier hinten bin ich, da oben bin ich. Mein Becken. Also, ich komme mit der Rundlage zu euch, das heißt nichts, ich will euch nicht sehen, sondern ihr seht in der Kamera besser die Arme und Füße nach oben, los geht's. Thank you.
Schmerzen, die ich halten muss, bin viel geschützt, weil ich immer abgebe und nehme die Beschleunigung über den Boden, über die Körpermasse nach oben. 15 Sekunden. Seid ihr noch da? Schon eingeschlafen? Oh, Susan, ich sag mal, dass ich noch mal einschlafen. Ja, okay. Gerade könnt ihr auch nicht schreien. Ich weiß, die Hände sind am Boden in der Luft. Aber jetzt könnt ihr schreien. Jetzt kommen zwei Übungen, die wir diese Woche auch schon mal hatten. Einfach nur so Wochen-Exercises, kommt immer wieder auf verschiedene Sessions. Drei Wandelmänner. Und bei dem Deep Squat den Oberkörper aufrichten. Ja? Als sowas nützt dir nichts. Tief Kniebeuge, auch wenn sie klein ist, Oberkörper nach oben. Und dann der sogenannte Rollschuh. Den habe ich diese Woche auch schon mal gehabt. Und da ist es einfach 45 rechts, 45 links. Wer diese Woche den Rollschuh noch nicht gemacht hat, schaut jetzt in die Kamera. Ganz viel Stretch, volles Bein festgelastet. Von hinten schleifst du mir deinen Rollschuh an und schiebst ihn wieder weg. Die Fortgeschrittenen wissen, dass sie vor die Hände leicht abnehmen können. Fühl dich frei, auch da wieder ein bisschen zu spielen, damit kann ich eben die Ausführung. So, Apfelmann. Auf geht's jetzt. Es sind nur drei Checks, eine Tiefkniebeuge stehen. Ja, da kriegen wir ein bisschen außerhalb aus der Musik, aber das macht nichts. Du ziehst einfach drei Checks, eine Handbeuge. Wenn du sagst, okay, zu Hause, ja, geh genau so. Letzten Arm. Die Frage kommt manchmal zu uns, oh, kann ich das so oder so machen? Finde deine Varianz. Wand es ab, ja? Das ist dein Tag, dein Ding. Bremse. Gut, Rollschuh rechts. Entweder bedeutet das für dich rechtes Bein vorne, linkes Bein hinten oder umgedreht. 45 Sekunden, ihr Bein. Ich hab's mir leicht gemacht, alles schön. Ihr Lieben, auf geht's. Ha? Ich habe mein rechtes Bein vorne. Das heißt, ich bleibe ganz tief mit meinem Popo. Ich habe die volle Kraft zu fast 100%. Besonders zu fast 100% auf dem vollen Bein. Ich schiebe die Hüfte hinten weit weg und atme trotzdem währenddessen. Gleichmäßig. Und im Bodystyling XXL geht es mir auch mal um ruhige Bewegungsausführung. 15 Sekunden noch. Thank you.
Let's do it.
jetzt werden alle die Beine im Popo spüren, weil wir haben einige Stückungen schon gemacht mit verschiedenen Exercises. Bremse rein. Bändigung. Bei sowas hält ich mal ein bisschen raus, aber ich muss meine Pfeife hier so nicht. Popo hoch. Ready? Auf geht's. Tief. Hoch. Durchgang, ganz schön Kasten. Yes.
Schnaufen, nicht vergessen. Beine ausfüllen, Bänder. Vergessen zu pfeifen. Ja, Mensch. Burpees stehen wieder an. Ich habe immer das bei dem zweiten Satz, mache ich 30 Sekunden kurz Pause, um dann in die Burpees reinzugehen. Und danach kommt eine Minute Pause, wo ich erkläre, wo ihr kurz was geben könnt, Schweißmischung. Ja, los geht's. Komm hier mit, auf geht's. Bei den Burpees ist es halt so eine wunderschöne Alternative. Die könnte man in jeder Stunde einbauen. Sie trainiert den ganzen Körper. Sie hat viel mentale Anforderungen auch, also nicht nur die körperlichen. Deshalb bauen wir die auch immer wieder ein in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Exercises. Grenze. Große Minute. Es ist jetzt 11 Uhr, 12 Uhr ist es. Oh, 11 Uhr wäre auch unter dem Programm normal. 12 Uhr. Gut, dann geht es. Quasi fast ins Finale schon. Wir sind also in der Heimflugschleife. Dein nächstes Exercise. Schau mal. Gut, die Herausforderung jetzt ist der sogenannte Pistol. Der Pistol ist eine einbeinige Kniebeuge. So weit es geht nach unten. Ich komme ganz runter und dann wieder hoch. Da gehen nicht viele. Wenn du merkst, wir haben auch eine Reise. Stimmt. Kannst du den Fuß nach vorne aufsetzen, so tippen und schiebst dir trotzdem den Popo ein bisschen ordinär nach hinten raus. Sechs Pferde, ja? Das wäre zum Beispiel auch mal ein Foto wert, wie euer Pistol zu Hause ausschaut. Wahrscheinlich irgendjemand, der euch die Hand hält und dann den Popo zieht. Nee, nee, nee. Aber wir kriegen es gemeinsam hin. Ready? Scissors! Tief, two, jumps. One, and two, hop, hop. Hop, hop. Zack. Und haben wir den wieder? Mit kleinen Federbewegungen, mit einem Federmove, so ein bisschen. Schön moderat. 30 Sekunden jetzt rein. Und deine 15 Sekunden noch. Gib nach, alles war gut. Mittlerweile ist der Muskelkater schon weg. Das war nur eine mentale Sache für dich. Der Körper sagt, hallo, endlich für Sport mit zu. Stell's rein, wir kommen nicht mehr hoch. Bei den Pistols jetzt. Schön Ruhe, keine Schnelligkeit. Es sei denn, du stellst den Fuß ab. Ja? Ihr seid zu weit? Zähne mit, für dich. Links, ne? Ready? Achtung!
Seiten auf. Und dann setze ich ab und für meinen Po mal winken. Dann kannst du auch nur leicht den Fuß so ein bisschen anheben. Ihr Lieben, Füße nach, ein Fuß nach hinten, Hüfte nach vorne schieben, Beinwechsel.
drei Wechsel hin und her. Ja. Aufrichten. Ein Bein nach vorn, Arme nach vorn. Tausch. Für alle, die sich heute Abend haben, noch unsere zwei Live-Sessions in den Kalender eingetragen haben. Dann am Berg steht euch der Jan nochmal zur Seite. Und morgen früh startet unsere liebe Doro mit euch. Doro, unsere neue Satellite im englischen Garten und Kurskoordination. Beziehungsweise Koordination Kurzbusiness, Wording. Und von einer Seite zur anderen Seite. Einmal bewegt. Yeah.